Teleporterhunde, ne? Immer diese Teleporterhunde. Oh. Hier sieht's aber schick aus. Was ist das denn? Ist das ein Dschungel oder ist das? Aua. Jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich gerade ans Mikrofon gehauen. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob es jetzt noch in Ordnung ist. Ja, läuft noch. Wow. Ich stecke Kalle wieder am Bellen. Oh. Ah. Schön. Plopp. Na, also darüber freue ich mich doch. Das nehmen wir doch gerne, ne? Das nehmen wir gerne, Kalle, ne? Das nehmen wir gerne. Ja, wow. Und den einen da oben will ich auch noch. Ja. Bohnen, Bohnen, also Kakaobohnen und so. Dschungel, Dschungel und so, Gedöns. Soll ich denn hier mal ein bisschen was dschungeltechnisch mitnehmen? Ja. Das war wohl ein Ja, glaube ich. Wenn das hier überhaupt Dschungel ist. Ja, doch, sieht sehr dschungelig aus. Das sieht dschungelig aus. Muckelig und dschungelig. Nur so ein bisschen Holz. Weil man weiß ja nie, wofür man mal andere Holzsorten gebraucht. Und das, ja, das kann einfach schweben bleiben. Das stört mich nicht sonderlich, weil ich hier ja nicht so viel rumlaufe in der Gegend, ne? Und das, ist das jetzt ein normaler Baum oder ist das ein Dschungelgedönsbaum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Eigentlich wäre doch hier dieser, hier gibt es doch ein Mod, womit man nur ohne Baum unten abhaut und dann kommt der ganze Baum runter, ne? Also gibt es ja in mehreren Mods. Wäre eigentlich mal nicht schlecht. Weil das dauert immer so lange, dauert das. Das dauert so lange, dauert das. Es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Und das ist mir gar nicht recht. Ist mir das überhaupt nicht. Wenigstens bin ich nicht alleine. Ich habe ja Kalle bei mir. Autschi, weh. Spinne? Wo denn? Ja, Kalle, findest du mich noch? Blob. Und hier geht's tief runter. Ich will hier aber nicht tief runter. Kalle, Kalle bei Fuß. Und nochmal was zu essen. Dann müssen wir auch schon wieder nach Hause. Weil dann haben wir nämlich nichts mehr. Da geht's auch tief runter. Aber wo geht's denn nach Hause, ist die Frage. Wo ist Heim? Da vorne ist dieser fette Berg, okay. Ich laufe mal hier weiter durch die Pampa. Ah, hier geht's auch runter. Ach, Kühe. Brauche ich doch noch nicht so schnell nach Hause. Ja, muhaha. I kill you. I'll kill you. Mu, sagt sie. Düpp, 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 Platsch. Süßes oder saures? Immer noch. Wow. Was ist das? Ein Turm. Oh. Zombie. Guten Tag, Herr Zombie-Mann. Wie geht es Ihnen? Ich hau Ihnen jetzt auf Ihr Maul drauf. Und bitte knurren Sie mich nicht an. Vielen Dank. Essen. Eigentlich soll man ja nicht essen, bevor man schwimmt, ne? Stunde vorher soll man ja nicht gegessen. Das sieht echt aus wie eine Flagge hier so ein bisschen, oder? Eine Flagge. Ist das dann Berg? Oder ist das Dschungel? Krass. Das ist echt krass hier. Das Traurige ist, dass ich jetzt schon wieder nicht sehe, ob hier irgendwo Lehm oder irgendwas ist. Aber ich habe ja ganz viel Lehm, ne? Oder relativ viel hatte ich ja eigentlich dabei mir. Ich schwimme hier mal noch so ein bisschen. Solange Kalle immer schön hinterherkommt. Aber ich höre ihn ja hinter mir paddeln. Das ist ja immer toll. Ist hier Lehm? Lehm, 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 Lehm. Lehm, Lehm. Lehm und Lehm lassen? Mu. Das ist ein sehr schönes Karnevals, Quatsch, Halloween-Kostüm, finde ich. Ja, sich als Kuh zu verkleiden ist eine wirklich gute Idee gewesen. Kann man schon sagen, ne?
Da sind viele, viele böse Wichtler. Soll ich jetzt mal eine richtige Schlacht schlagen hier? Oh, da geht's tief runter. Attacke! Ey, lass das. Ich hau euch. Ich hau euch. Bam. Zerboing. Zerbing und boing. Komm, da sind doch Knochen. Ich sehe sie doch. Da. So. Geht's dir gut? Dir geht's gut. Creeper? Da vorne ist ein Creeper. Boing. Ich hau dich. Attacke. So. Jetzt noch den Creeper. Boom. So viel zu ihm. Und da gibt's auch gleich ein Steak von einer Kuh. Oh, Höhle? Nee, lieber jetzt nicht. Ich bin ja eigentlich gerade auf einer anderen Mission. Leben finden. Die althergebrachte Lehmfinde. Ey, ey. Hallo, Kalle, hilf mir doch mal. Ich will was essen. Kalle. Ach, Kalle ist auch ein Hampelmann. So, wo ist das verrottete Fleisch? Kalle, komm mal her. Ist dir wieder gut? Geht's dir wieder gut? Gut. Kalle lässt sich einfach von der Spinne platt machen. Das finde ich ja fast unverständlich. Ah! Jetzt fängt Minecraft an zu ruckeln. Oh, Entschuldigung, Kalle. Gut gemacht. Oh, da ist er runtergefallen. Kalle, fall bloß nicht den Abhang runter. Ich sag's dir. Bling. Okay. Kalle? Kalle? Kalle, bei Fuß. Kalle. Komm, ich hüpfe nur durch die Gegend und Kalle rennt schon wieder weg. Geht's dir gut? Ja, geht's dir gut. Kalle, der Kampfhund. Der Kampfterrier, Schnüffelbüffel, was auch immer. Was haben wir denn hier so? Au. Zombies. Nein! Ah! Au! Nee, jetzt habe ich keine, nee. Nee! Ah, was ist das? Sind ihm das hier zu viele Kühe, dem Minecraft? Jetzt gehe ich wieder ins Wasser. Unfassbar, oder? Fress ich erstmal noch was. So. Und Kalle scheint es aber auch noch zu gut zu gehen, ne? Vorausgesetzt, er ist noch hinter mir. Kalle? Kalle. Kalle ist doch wohl nicht jetzt gestorben bei der Explosion, oder? Dann kriege ich eine Plack. Dann kriege ich Plack. Ne, da vorne ist Kalle. Ach, Kalle kämpft gerade mit dem Skelett. Braver Hund. Zombie. Hallo. Lalala, ich habe kein Dings mehr. Braver Kalle. Oh. Oh. Au, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Kriegst erstmal wieder was zu essen, damit es dir besser geht. So. Und komm wieder hoch. Kalle. Komm. Bei Fuß. Bei Fuß. Bei Fuß? Da, bei Fuß. Und nicht schon wieder. Ah! Was ist denn das? Da habe ich ja bald meine Punkte hier wieder zusammen. Jetzt kommt Kalle aber auch wieder nach, ne? Ja, hört sich so an.
Wann wird's denn hier wieder Tag? Ist ja unglaublich. In the middle of the night. Ist es immer noch. Ja. Wow. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen hier rumschwimmen und mal gucken. Pilze. Da kann man mal wieder Pilze rauchen. Nee, heute nicht. Im Moment brauchen wir keine Pilze. Geht's dir gut? Habe ich noch verrottetes Fleisch für dich? Nee, habe ich nicht. Schade auch. Au! Nein! Nein! Da klemmte die nach vorne laufen Taste. Alles klärchen? Alles klärchen. Gut, weiter. Na, ein Enderman. Obwohl, kriege ich den vielleicht getötet? Ich muss erst was essen. Weil es wird ja jetzt Nacht, ne? Ich hau dich. Ja, jetzt ist er. Du feige Sau. Ich hau dich. Kalle. Ah! Ist dir schon zu hell? Feiger Enderman. Verdammt, ich dachte, ich krieg meine Enderperle. Ah, da ist er. Kalle. Immer das gleiche mit diesem Vieh. Ja! Ja? Mist! Keine Perle. Gut, wo ist mein Hund? Ist er schon wieder hier irgendwo hängen geblieben? Oder ist er tot? Man befürchtet ja immer das Schlimmste, ne? Nein, Kalle, wo bist du? Kalle ist weg. Verdammt, mein Hund ist weg. Muss ich mir gleich einen neuen Kalle holen, obwohl der Hund heißt anders. Kalle, ich werde dich vermissen, außer du tauchst plötzlich irgendwann wieder auf. Dann freue ich mich natürlich. Krimskrams und Rumsdibums. Oh, da fliegt was. Was ist das denn? Wer fliegt denn da? Ja, wer fliegt denn da? Und warum überhaupt? Und wenn und was und wieso, ne? Ich laufe mal wieder ungefähr in Richtung Heimat, glaube ich. Oh, was ist das denn da? Ist das der Felsen, den ich schon kenne, oder ist das eine neue Felsenformation? Sieht nämlich auch sehr interessant aus. Au. Au. Einmal zwischen den Tintenfischen hergeschwommen. Wieder Richtung Heimat, ungefähr. Zumindest vermute ich, dass die Heimat in diese Richtung ist. Ich hoffe es eher. Ich vermute es nicht nur, ich hoffe es. Autsch. Hier sieht es sehr bergig aus. Äußerst bergig. Ja, bergig. Was gibt's denn hier? Ist das Lehm? Nee. Ist das Lehm? Nee. Höhle? Höhle? Die Neugierde siegt. Wie immer. Ist hier die Höhle zu Ende? Sieht so aus. Ah, dann nehme ich einfach mal wieder ein bisschen Kohle mit, ne? Wenn man schon mal hier ist. Plündern wir mal wieder, ne? So, hier noch ein bisschen Licht. Dann will ich aber auch nach Hause. Dann will ich nämlich ins Bettchen und eine Aufnahmepause machen, will ich dann. Nach dieser Halloween-Woche oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie lang das jetzt wird. Muss ich mal gucken, wann ich wieder aufnehme.
Und, ach, hier ist ja noch mehr Kohle. Alles voller Kohle. Zumindest war das hier eine sehr ertragreiche Aufnahmesession, muss man mal sagen, ne? Oder es ist noch eine ertragreiche Aufnahmesession, aber ich hoffe, dass ich bald zu Hause bin und dann kann ich sagen, es war eine ertragreiche Aufnahmesession. Dann brauche ich halt noch Hoodies. Ne? Das muss man ja auch mal irgendwann gesagt haben. Hoodies! Darf man ja mal sagen. Wobei man natürlich niemanden imitieren möchte. Nein! Das will man natürlich nicht. In the darkness. In the sehr dark darkness. Hä? Warum muht hier einer? Wir sind doch unter der Erde. Unter Tage gibt es doch keine Kühe, oder? Hallo? Kuh? Ich fasse es nicht. Hier muht eine Kuh. Ist das hier die Untertage-Kuh? Werden hier etwa Kühe statt Wellensittiche benutzt, um rauszufinden, ob es giftige Gase unter der Erde gibt? Sehr mysteriös. Ja. Mysteriös. Und ich gehe mal wieder, weil ich bin fast am Verhungern. Wo komme ich denn hier raus? Ich will raus. Lass mich hier raus. Ich will aus dieser Höhle raus. Ich will aus dieser Höhle raus. Lass mich aus dieser Höhle raus. Und zwar bitte schnell. So. Gibt's hier. Ich will doch hier einfach nur. Da. Da. Leben. Leben. Ich sehe Leben. Leben, Leben. Leben, Leben, Leben. Leben. Habe ich gerade meine. Ich habe meine Schaufel weggeschmissen. Natürlich. Was soll man im Leben auch sonst tun, als außer Schaufeln wegschmeißen? Ist ja hobbytechnisch gut in unserer Gesellschaft angesehen. Ne? Schaufeln wegschmeißen. Und was machst du so nachmittags? Ich gehe zum Fußballtraining. Und du? Ich nehme Geigenunterricht. Ja, und was machst du? Ich schmeiß meine Schaufel weg. Ja. So sieht's aus. Verkorkste Gesellschaft, ne? Schwimmen, schwimmen, schwimmen und weiter schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen. Oder einfach unter Wasser laufen. Da knurrt schon wieder jemand. Was ist denn das? Waren da eigentlich eben... Nee, das waren Tintenfische. Wie kam ich jetzt auf den Gedanken, da wäre Kühe?